herzlich willkommen zu einem Let's Play Minecraft. So, ich habe ein paar Tage Urlaub, also beziehungsweise eigentlich nur zwei, aber ich möchte die Zeit einfach mal nutzen, mal wieder hier ein bisschen in Minecraft reinzuschauen. Und mein Plan ist einfach folgender: Ich werde jetzt, also ich habe zwei Tage Urlaub, heute und morgen, und ich werde jetzt einfach mal hier eine Aufnahme starten. Es wird jetzt ein paar Stunden Aufnahme sein. Und dann werden die Folgen gecuttet automatisch. Das heißt, ich werde nicht die Möglichkeit haben, euch jedes Mal zu begrüßen, sondern es läuft einfach einfach weiter. Ja, also da nicht wundern. Mit dem Ziel, was ich noch nicht ganz weiß. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Mausintensität ein bisschen zu krass eingestellt ist. Da muss ich gleich nochmal, glaube ich, ein bisschen nachbessern. Oder? Schauen wir erstmal. So. Ziel hier wird sein, dass wir uns einfach mal ein bisschen voranbauen. Spielen tun wir Direwolf. Ne, Quatsch, nicht Direwolf, sondern. Was spiele ich denn hier? Moment. Bin ich jetzt wirklich so doof? Moment, ich hab's gleich. Doch, Direwolf 20, Direwolf 20 auf der 1.12. Genau, über den Twitch Launcher. Das hier können wir mal löschen. Und hier spielen wir. Beziehungsweise, wo kriege ich denn die Mausintensität verändert? War das hier? Sieht nicht so aus. Controls, Intensity. Ich glaube, das ist besser. So. Also wie gesagt, es werden 20 Minuten folgen. Aber in einer durchgehenden, beziehungsweise sind zwei Sessions, die ich aufnehmen werde. Wenn die Folgen rauskommen, sind die schon ein paar Tage alt. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da, direkt zu Beginn der Folge. Und wenn die Resonanz gut ist, werde ich hier. Was ist denn jetzt? Ja, so ist angenehm. Werde ich hier natürlich eine ganze Ecke mehr noch aufnehmen. Aber jetzt werden es erstmal zwei Aufnahmesessions. Und dann gucken wir mal. Ah, okay, hier ist auch der geile Mode drauf. Also, wie gesagt, Direwolf 20 auf 1.12. Ziel wird so ein bisschen sein, dass wir uns einfach eine Base bauen. Eine schöne Base. Ah, das ist schön. Wenn die Bäume so schnell weggehen. Ja. Schöne Base mit genügend Öfen, mit Technik ein bisschen. Ihr wisst ja bei mir, so gut bin ich bei Technik nicht. Aber ich denke, wir kriegen was Schönes gebaut. Ich habe da so ein, zwei Ideen, was ich bauen möchte. Und ich bin mal gespannt, wie weit ich das hinkriege. Deshalb hauen wir erstmal hier ein paar Bäume weg. Wir müssen uns dann natürlich auch noch ein schönes Fleckchen suchen. Ja? Also das wird jetzt nicht sofort funktionieren. Ich hatte eigentlich eine andere Absicht, was zu bauen. Aber das hat sich schnell wieder verworfen. Also ich habe dann schnell gedacht, ey, nee, komm, lass uns doch sowas bauen. Und da dachte ich, da kannst du richtig nice bauen. So. Gut.
Oh, da rennen sogar schon ein paar Schweinchen rum. Ich sammle jetzt erstmal ein bisschen Holz. Brauchen wir ja immer in Minecraft. Ist ein bisschen back to the roots. Im Moment spiele ich ja eigentlich nur noch Farming Simulator 19. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt heute mal wieder Bock, nachdem ich eben ein paar Tage Urlaub habe, Minecraft zu zocken. Und das macht ja auch Laune. So. Haben wir denn schon genügend Holz? Zumindest für den Beginn. So. Ich gehe mal gerade gucken, ob wir hier schon irgendwo eine Umgebung haben, wo wir uns ansiedeln können. Drüben ist so ein großer Baum. Da war doch sonst immer irgendwelche Kisten drunter. Wenn die mit Spinnenweben besetzt waren, die Bäume. Was hier halt drauf ist, sind die Extra Bees. Ja, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Die könnten uns sogar Schaden zufügen. Okay, hier haben wir schon. Haben wir hier schon eine kleine Höhle? Ja, nicht wirklich. Okay, überall aber schon mal Kupfer am Start. Da hinten sind Pferdchen. Ich weiß, wo ich bauen möchte, ja. Ich weiß, wie das Gelände auszusehen hat. Da habe ich aber was gesehen. Ups. Entweder ist das ein Meteor. Warte mal, ich wollte gerade was gucken. Hey, warum schwimme ich denn hier nicht? Ist die 1.12 nicht mehr up to date? Hm, komisch. Also entweder ist hier ein Meteorit. Jawohl. Der ist riesig. Meteoriten sind immer cool. Da hinten ist noch irgendwas. Und da hinten könnte sogar das sein, was ich will. Also was ich an Gelände suche. Hier gibt es diverse Mods, die werde ich gar nicht alle ausprobieren, denke ich. Aber wir schauen einfach mal, wo uns dieses Projekt hier hinführt. Oh, nehmen wir mal. Oh, okay, Lava. Take care. Da hinten noch was gesehen. Oh, das ist auch gut. Beerenbüsche. Ah, aber warte mal, die kann ich ja gar nicht. Scrubwood. Da jetzt so ein Setzling mit dabei. Ah, okay, dafür brauchen wir Setzlinge. Das ist auch neu. War früher nicht so. Man ist schon eine Weile her, dass ich Minecraft gespielt habe. Schon wieder eine Weile her. Oh. Sind Kristalle an der Decke? Das sind noch mehr. Was kann man mit denen machen? Crystal. Crystal Shard. Order Crystal heißt es. Order Crystal. Farmcraft ist das. Okay. Nicht runterfahren. So, ich habe genau diese Insel da hinten. Die wollte ich sehen. Das ist nämlich, glaube ich, ein Portal in eine andere. Welt.
Oder das ist nur eine Schleiminsel, die... Oh. Instanten Spawner entdeckt. Instanten Spawner entdeckt. Das ist schon mal gut. Gibt's hier Waypoints? Eigentlich gibt's die hier. Claim Chunks. Kann ich da drauf? Nee. Kann ich denn hier? Leaderboard. Was ist das? Jai Bukma. Press A. Ja. Ach so. Ah, okay. Ah, man kann hier. Okay. Wenn ich jetzt da draufklicke, dann sagt der. Oh, der sagt mir sogar, wo das alles drin ist. Aha. Nicey, nice. Okay. Hier ist der. Aber eigentlich wollte ich ja dahin, wo wir vielleicht bauen werden. Jetzt nicht immer den Fokus verlieren. Wir möchten ja hier vorankommen. Das ist immer so eine Geschichte. Oh, da ist was Schönes, da ist was Schönes. Und dann ist man wo ganz anders, wie man eigentlich wollte. So, ich glaube, das passt doch nicht. Wird das immer so ein kleines Löchchen. Ich glaube, das passt landschaftlich nicht so ganz zu dem, was ich mir vorgestellt hatte. Also nicht so ganz. Wir müssen jetzt gucken, es wird schon wieder Nacht. Ich weiß nicht, wie weit ich noch komme. Ich guck mal, dass ich mich ein bisschen beeile. Ich meine, ein bisschen was zum Essen haben wir auch da. Die Lagune ist natürlich hier auch schön auf der Minimap. Aber ich möchte jetzt halt nicht irgendwo anfangen zu bauen, wo ich dann sage, nee, ich muss dann nochmal umziehen. Also wenn ich hier baue, dann muss das schon für die Ewigkeit sein. Deshalb, Moment, warte mal, da war noch etwas zu essen. Deshalb will ich eigentlich schon gucken, dass das gleich passt. Reis. Reis können wir immer gebrauchen. Was hier? Da geht's auch nach unten. So. Ich gehe mal gucken, ob das vielleicht da oben doch ein Spot für uns sein könnte. Ja, ich habe ja die ganze Let's Play-Geschichte hier mit Minecraft gestartet. Deshalb finde ich es auch gar nicht mal so ungeschickt, wenn wir jetzt mal wieder einfach so just for fun für eine Weile oder mal zur Abwechslung zu diesem ganzen Farm-Simulator. Ja, die wollen alles von mir essen oder was? Zu der Farming-Simulator-Geschichte. Und hier mal wieder. Oh, was ist denn hier los? Die sind ja aggro drauf.
Warum hitten die denn so stark? Das wollte ich eigentlich genau nicht. Also ich wollte mich jetzt nicht irgendwo instant wieder einbuddeln. Wenigstens kann man einfach ein Crafting Table basteln. So, in die ganzen Bücher schauen wir vielleicht irgendwann mal rein. Aber nur vielleicht. Ich hole mir jetzt mal ein bisschen Steine. Machen wir Steinwerkzeug. Und dann gehen wir eventuell gleich wieder raus. So. Spitzhacke. Schaufel, Axt, Schwert. Ofen könnten wir uns noch. Ofen könnten wir uns noch machen. So. Was kann man hier draus machen? Okay, Rice Seeds. Geht es? Ne, geht nicht. Ah. Muss nur R drücken. Dann sieht man, was man daraus machen kann. Ah ne, wie man die kriegt. Ah, hier. Rechtsklick auf die auf die Sache. Bakeware. Okay, haben wir nicht. Okay, warte. Ich mache hier mal gerade ein bisschen Kohle. Fangen wir gleich mal an hier ein bisschen Ors zu snacken. Hä? Reicht das jetzt für ein Kohle? Guck mal hier rein. Digital. Was? Digital Guide? Digital Guide. Structure Blocks. Structure Blocks are the main blocks used in multi-block machines. Structure frames are usually used as the frame of the machine and structure panels are usually used in the sides of machines. Okay. Solar Arrays allow you to harness the power of the sun. They are great in the sun, but are affected by weather and will not generate during the night. Solar. Okay, Quatsch. So. So. Solar Ray. Lapis Lazuli. Litterit. Wo ist denn das? Wo kriege ich denn das her? Litterit und. So eine andere Zelle, okay. Ich nehme an, dass die schon massiv besser sind. Litterit Solar, ja. Ah, hier. Hold Shift. Das hin. Okay, okay, okay. Das sind die verschiedenen Solarzellen. Okay. Nummer 4, okay, passt.